Tschechien. Das Land zählt durch seine slawische Vergangenheit in den Köpfen vieler immer noch zu Osteuropa. Doch geografisch betrachtet ist Tschechien ganz klar ein mitteleuropäisches Land. Es grenzt an Deutschland, Polen, die Slowakei und Österreich. Wie westlich Tschechien sich dabei befindet, lässt sich auch gut an den Hauptstädten dieser Länder erkennen. So liegt die tschechische Hauptstadt Prag wesentlich weiter westlich als die österreichische Hauptstadt Wien und fast auf demselben Breitengrad wie Berlin. Die Grenzen des Landes kennzeichnen sich dabei durch eine bergige Landschaft. Der Böhmer Wald, die Böhmische Schweiz, das Erzgebirge und die Sudeten. Dort liegt auch der höchste Berg des Landes, die Schneekoppe mit über 1600 Metern. Das Landesinnere von Tschechien ist im Vergleich dazu relativ flach und nur leicht hügelig. Der Grund, warum Tschechien oft als osteuropäisches Land gesehen wird, liegt in seiner turbulenten Geschichte begründet. Bevor es das Land Tschechien jedoch überhaupt gab, war in der Region das Königreich Böhmen zu finden. Dieses wurde zuletzt von Österreich-Ungarn kontrolliert, bevor dann 1918 nach dem Ersten Weltkrieg daraus der unabhängige Staat Tschechoslowakei entstand. Wie der Name schon vermuten lässt, erstreckte sich das Gebiet dieses neuen Staates über das heutige Tschechien und die Slowakei, aber auch über Teile von der Ukraine. Doch schon 30 Jahre später, 1938, musste die Tschechoslowakei durch das Münchner Abkommen das Sudetenland an das Deutsche Reich abgeben. Und bereits ein Jahr darauf marschierten Hitlers Truppen weiter in das Land ein und übernahmen es komplett. Nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 erhielt die Tschechoslowakei dann ihre Unabhängigkeit und auch ihr Staatsgebiet zurück. Nur ein Jahr danach gewann die Kommunistische Partei der Tschechoslowakei die Wahlen und ergriff kurze Zeit später durch den Februarumsturz die Macht im Land. Die Verfassung wurde geändert, der amtierende Staatspräsident musste zurücktreten und das Land wurde nach sowjetischem Vorbild umgestaltet. Der neue Name der Nation lautete nun Tschechoslowakische Sozialistische Republik. Aus diesem kommunistischen System wurde dann 1989 durch einen gewaltfreien Umsturz eine Demokratie. Nur drei Jahre später wurde dann die Tschechoslowakei in die zwei Staaten Tschechien und Slowakei geteilt. Auch die Flagge des Landes beschreibt die Geschichte Tschechiens. Die tschechische Flagge ist weiß-rot gestreift, während links ein blaues Dreieck hineinragt. Doch als 1918 die Tschechoslowakei entstand, fehlte dieses Dreieck noch. Dadurch war diese Flagge der polnischen Flagge für einen kurzen Zeitraum sehr ähnlich und die beiden konnten nur anhand ihrer Seitenverhältnisse voneinander unterschieden werden. 1920 kam dann das blaue Dreieck hinzu, welches für den slowakischen Teil der Tschechoslowakei stehen sollte. Andere Quellen vermuten jedoch, dass die blaue Farbe dem Wappen Mährens entnommen sei, welches eines der drei historischen Länder Tschechiens war. Die anderen beiden sind übrigens Schlesien und Böhmen, wobei letzteres die Farben Rot und Weiß zur tschechischen Flagge beisteuerte. Falls ihr nochmal ein eigenes, ausführlicheres Video über die Flagge Tschechiens sehen wollt, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren unter diesem Video wissen. Unter dieser Flagge treten auch viele berühmte Sportler an. Was einige dabei nicht wissen, ist, dass der tschechische Nationalsport tatsächlich das Eishockey ist. In Tschechien betreiben rund 130.000 Menschen diese Wintersportart. Und damit landet das Land international auf dem dritten Platz. Das ist vor allem deshalb bemerkenswert, da Tschechien nur ca. 10,6 Millionen Einwohner hat. Ebenfalls auf Platz 3 liegt das Land auf dem ewigen Medaillenspiegel der Eishockey-Weltmeisterschaft. Insgesamt konnte Tschechien bzw. die Tschechoslowakei den Titel ganze 12 Mal holen. Nur Russland und Kanada gewannen die Weltmeisterschaft öfter. Neben Eishockey sind in Tschechien auch die Sportarten Fußball und Tennis sehr beliebt. Besonders beim Damentennis genießt das Land dabei international ein sehr hohes Ansehen. So etwas wie eine inoffizielle Nationalsportart ist in Tschechien wohl auch das Pilzesammeln. Die Tschechen sind dabei sehr passioniert, was diese Freizeitaktivität angeht. Schätzungen zufolge geht rund zwei Drittel der Bevölkerung mindestens einmal im Jahr diesem Hobby nach. Besonders zur Hauptsaison während der Sommermonate bis zum Herbstanfang wird man auf den Wiesen und in den Wäldern des Landes zahlreiche Pilzenthusiasten finden. Egal ob jung oder alt, alleine oder gleich mit der ganzen Familie. Sogar in den nationalen Medien wird das Thema immer wieder aufgegriffen und viele Zeitungen und Fernsehsender berichten über die besten Sammelorte oder die leckersten Rezepte.
Das Pilzsammeln hat dabei eine lange Tradition in Tschechien und war in früheren Zeiten besonders für den armen Teil der Bevölkerung unabdingbar, um ihre Familien zu ernähren. Heutzutage ist es für die meisten zum Glück nur noch ein schönes Hobby an der frischen Luft mit ihren Liebsten. Mein Hobby ist es übrigens, diese Videos zu produzieren, wobei ich keine Pilze sammle, sondern Abonnenten. Wenn dir also meine Videos gefallen und du mich etwas unterstützen möchtest, dann klicke doch jetzt unten auf den roten Knopf. Vielen Dank und jetzt weiter im Text. Darüber hinaus gibt es auch andere kuriose Traditionen in Tschechien. International sorgt das Land immer wieder für seine, sagen wir mal, sehr einzigartigen Osterbräuche für Aufsehen. Am Ostermontag gehen dabei die tschechischen Männer durch die Straßen und, in Anführungszeichen, schlagen junge Frauen mit einer handgeflochtenen Weidenrute. Ernsthaft verletzt wird dabei allerdings niemand und die Männer werden sogar für ihre Tat von den Damen belohnt. Oft erhalten sie von den Frauen ein bunt bemaltes Ei, Süßigkeiten oder auch den ein oder anderen Pflaumenschnaps. Nach den Eiern braucht also hier niemand suchen, wie es zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. Der vermeintliche Sinn hinter der ganzen Aktion ist, dass die Kraft der Weidenzweige auf die Frauen übergehen soll. Dadurch soll ihnen ihre Jugend und Schönheit auch für das kommende Jahr erhalten bleiben. Aber auch die Männer bekommen am Ostermontag ihr Fett weg. Einige Frauen rächen sich sozusagen, indem sie ihre männlichen Kollegen zu einem späteren Zeitpunkt mit Wasser übergießen. Wie sich viele von euch bereits denken können, hat dieser kuriose Osterbrauch keine tiefgreifende religiöse Bedeutung. Tatsächlich gehört Tschechien zu den ungläubigsten Ländern der Welt. Nach einer Statistik der Bundeszentrale für politische Bildung besitzen 71% der Tschechen keine formale Religionszugehörigkeit. So viele wie kein anderes europäisches Land. Obwohl die Tschechen nicht religiös sind, so haben sie doch wohl eine der außergewöhnlichsten Kirchen der Welt. Gerade einmal 70 Kilometer östlich von Prag entfernt befindet sich die Stadt Kutná Hora. Über eine 500.000 Touristen aus aller Welt reisen jedes Jahr dorthin, um die sogenannte Knochenkirche zu besuchen. Von außen wirkt das Bauwerk erstmal unscheinbar, doch beim Betreten der heiligen Stätte läuft so gut wie allen Besuchern ein Schauer über den Rücken. Der Grund hierfür ist die teilweise sehr künstlerische Aufbewahrung von ca. 40.000 menschlichen Skeletten. Kronleuchter, Girlanden, Wandverzierungen, so gut wie alles ist mit den Gebeinen von Toten geschmückt. Selfies und sonstige Fotos von Touristen sind seit kurzem innerhalb der Kirche aus Respekt verständlicherweise verboten. Bekannter als für seine Kirchen ist Tschechien jedoch für seine zahlreichen Burgen. Das Land bietet mit diesen alten und imposanten Bauwerken wirklich viele Möglichkeiten, um in die Vergangenheit zu reisen und die Geschichte der Nation hautnah mitzuerleben. Heutzutage sind noch ca. 2000 Burgen, Schlösser und Festungen erhalten geblieben, so viele wie in fast keinem anderen Land der Welt. Auch eine der größten Burgen ist hier zu finden. Die Prager Burg befindet sich im Herzen der Hauptstadt und erstreckt sich auf einer Länge von 570 und einer Breite von 128 Metern. Neben der Prager Burg hat die Hauptstadt auch noch viele weitere Sehenswürdigkeiten zu bieten und zählt nicht umsonst zu den 10 meistbesuchten Städten Europas. Die 1,3 Millionen Einwohner große Metropole hat dabei etwas für jeden Geschmack. Egal ob Kulturliebhaber, Paare oder auch Feiernde. Naja, zumindest dann, wenn sich der aktuelle Ausnahmezustand wieder etwas beruhigt hat. Ein Must-See ist dabei aber in jedem Fall die Karlsbrücke. Sie führt über die Moldau und verbindet die Altstadt mit der Prager Kleinseite. Beim Überqueren können sowohl die atemberaubende Aussicht als auch die 30 kunstvoll gestalteten Statuen bewundert werden. Darüber hinaus zeichnet sich Prag aus durch den Altstadtplatz, die astronomische Rathausuhr und viele weitere wunderschöne Viertel und Gebäude. Die meisten Touristen lassen dabei den Abend, bis vor kurzem, in den zahlreichen Kneipen und Bars der Hauptstadt ausklingen. Oft wird dabei das unangefochtene Nationalgetränk des Landes bestellt, das Bier. Die Pflege der Braukultur ist in keinem anderen Land so sehr an die nationale Identität geknüpft wie in Tschechien und auch heute noch gibt es mehrere hundert tschechische Biermarken. Vielen Statistiken zufolge haben die Tschechen dabei den höchsten Pro-Kopf-Konsum von Bier weltweit. Was die meisten dabei allerdings vergessen zu betrachten ist, dass ein großer Teil dieses Bierverbrauchs auch von den vielen Besuchern des Landes verursacht wird.
Das lässt sich auch besonders gut an der aktuellen Situation beobachten, da es ja für viele Menschen weder letztes noch dieses Jahr möglich war, ins Ausland zu reisen. Laut Quellen des Mitteldeutschen Rundfunks erwarten die tschechischen Brauereien für das Corona-Jahr 2020 Umsatzrückgänge von 15-20%, wobei genauere Zahlen noch nicht vorliegen. Ein weiterer Grund für den hohen Bierkonsum liegt allerdings bestimmt auch im niedrigen Preis für das Getränk in Tschechien begründet. In vielen Städtevergleichen landet hier beispielsweise Prag auf den günstigsten Plätzen. Dort kostet ein halber Liter Bier in einem touristischen Viertel der Stadt in der Regel gerade einmal 1,35 Euro, wobei es in den meisten Supermärkten sogar noch um ein Vielfaches billiger ist. Im Kontrast dazu steht die norwegische Hauptstadt Oslo, wo der mittlere Preis für ein Bier über 8 Euro beträgt. Doch in diesem skandinavischen Land geht es noch teurer. Im Jahr 2011 kostete dort ein Kilo Butter teilweise über 60 Euro. Der Grund dafür war die norwegische Butterkrise. Wenn du mehr darüber erfahren willst, dann klick jetzt auf mein Top 10 Fakten über Norwegen Video. Oder du schaust dir ein anderes, zufällig ausgewähltes Video von mir an. Falls du dich für die Themen Reisen, Flaggen oder einfach für Kurioses aus der Welt interessierst, dann abonniere doch jetzt meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Auch über Likes und Kommentare würde ich mich sehr freuen. Neuer Content kommt jede Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.